die Stadt Hamburg einen Wettbewerb ausgeschrieben. Diesen hat der Dresdner Architekt Oskar Menzel gewonnen. Um einen Wettbewerb geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Um junge Musiker zu fördern, hat der Rock City e.V. zum zweiten Mal den Krach- und Getöse-Preis verliehen. Wir waren für euch bei der Preisverleihung dabei. Hier im Karostar ist Hamburgs Musikwelt zu Hause. Zum zweiten Mal wird in der Hanseplatte der Musikpreis Krach und Getöse vergeben. Die 5 Jurymitglieder, unter ihnen bekannte Größen wie Nils Frevert und Inga Rumpf, verliehen jeweils einen Preis im Namen von Rock City Hamburg und der Haspa Musikstiftung. Was die Idee von Krach und Getöse ist, erklärt die Geschäftsführerin des Vereins Rock City Hamburg, Andrea Rothaug. Idee war, einen Wettbewerb zu machen, der so unprätentiös wie es geht daherkommt und der eben nicht nur den schnellen Gewinn beinhaltet, sondern eine langfristige Fördermaßnahme über 12 Monate, also Coaching und Beratung. Wir versuchen Bookings zu machen, aber es geht im Grunde um die individuelle Erstellung einer Strategie oder eines individuellen Plans für die Musiker da, wo sie stehen und eben nicht für alle das Gleiche. Einer der Gewinner ist der Sänger Hannes Widmer alias Spaceman Spiff. Jurymitglied Johannes Oerding lobt die Musik des Songwriters als authentisch und berührend. Doch was den jungen Gewinner nun erwartet, kann er sich noch nicht so genau vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Also ich weiß auch noch gar nicht so genau, was da jetzt irgendwie mit auf mich zukommt. Aber Urlaub. Ja. Ja, ich hoffe doch sehr, dass die netten Damen und Herren mir dabei helfen können, meine nächste Platte aufzunehmen. Das wäre ganz fein zum Beispiel. Der Künstler ist den Tide-Zuschauern bereits länger bekannt. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus seinem Auftritt in einer Tide-Session. Hinter dir sind Fußspuren und vor dir dann Sperrte. Wie die Unterstützung für die Sieger aussehen kann, weiß Vorjahresgewinner Jakob Grothoff von der Band Sprout. Ja, wir haben ziemlich viel Betreuung bekommen von Andrea, von der Geschäftsführerin. Und haben viele Konzerte dadurch bekommen, auf dem Reeperbahn-Festival, Dockville-Festival, da waren wir überall und haben Förderung bekommen und Merchandise und so. Eine weitere Auszeichnung ging an die Band Tonbandgerät. Auch sie erwarten sich einiges von ihrem Gewinn. Vielleicht ein paar schöne Konzerte zu spielen, vielleicht ein bisschen Hilfe mit Merchandise und gute Kontakte zu knüpfen. Ja. Neben Rock City kann auch die Jury weiterhin als Pate zur Seite stehen, muss aber nicht. Meine Aufgabe endet heute dabei. Den Rest macht Rock City dann mit seinen eigenen Leuten. Doch nicht alle Jurymitglieder sehen ihre Patenschaft als beendet an. Für mich ist das toll. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mal ein Konzert in Hamburg spiele, so jemanden einfach mit zum Konzert zu nehmen und einfach mit ihm zusammen einen Song zu spielen. Oder man nimmt ihn einfach mit auf Tour und dann kriegt er einen Live-Eindruck und kann sich weiterhin nah machen, so wie ich halt auch jahrelang Support gespielt habe. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich denn seine Geschichten irgendwie verbreiten will. Die Künstler bekommen nun ein Jahr lang einen großen Rückhalt durch Rock City Hamburg. Dann gibt es für 5 neue Bands wieder die Chance auf den Musikpreis Krach und Getöse.